Hallo, meine pelzigen Freunde. Sorry, dass ihr gerade das seht. Aber das hier ist so mein zweites Projekt, woran ich die letzten paar Tage jetzt gearbeitet habe. Wollt ihr mehr davon sehen? Wenn ja, lasst es mich wissen. Dann gibt es mehr Folgen davon, wenn es den nächsten das nächste Bauupdate gibt. Es dauert so lange. Hier hinzukommen dauert immer so lange. Ihr seht wahrscheinlich, dass das sind Kabinen. Ich zeig's euch mal. Das ist Schwamm, ich weiß. Wir fliegen einfach mal rein, dann seht ihr, was ich euch unbedingt noch sagen möchte oder muss. Ihr seht, wie hässlich die gerade aussehen. Deswegen empfehle ich, geht bitte, wenn mit dem Texture Pack hier, dem Full HD Texture Pack oder wie auch immer das heißt. Bla 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 ist er für laden. Ich muss schauen, ob ich euch den Link dafür in die Beschreibung packe, wo ihr das kriegen könnt. Ich werde es versuchen. Es lädt jetzt hier, das werde ich auch alles anpassen. Weil das dann auch wieder Arbeit und alles und Scheiße. Dauert ein bisschen durch die Aufnahme. Und mit dem schönen Texture Pack haben wir dann das hier. Einen schönen, glatt wirkenden, schicken Raum. In den Truhen ist nichts. Also wir brauchen nicht in jede Truhe hier an Bord zu schauen. Soweit bin ich bis jetzt. Bug ist noch im Mache. Man sieht, es ist noch ein bisschen was zu tun, aber im Großen und Ganzen wird sie langsam. Da unten muss ich noch machen, dort. Ja, was kann ich euch eigentlich zeigen? Tut das Video wieder so kurz. Vielleicht versuche ich heute zu streamen, wenn ich mein Streamprogramm diesmal hinbekomme, dass es nicht leckt. Weil dann werde ich wahrscheinlich so gegen 20 Uhr anfangen zu streamen. Ich kann euch ja die Kabinengänge mal zeigen. Hier ist dieselbe Kabine nochmal. Mit Badezimmer. Wohnzimmer, großer Fernsehen, Balkon, wo die Tür noch fehlt. Scheiße. Und das ist die Innenkabine, genau gleich. Nur gespiegelt halt ein bisschen. Ja, das ist noch eine Kabine, die ich nicht bearbeitet habe, oder? Warte. Wir springen mal ein bisschen nach vorne. Wie sieht es bei der hier aus? Hier habe ich schon getan. Hier ist nämlich stattdessen ein großes Gemälde drin. Weiter hinter. Wir kriegen mal einen kurzen Sneak Peek. Selbe Kabine. Ich weiß, die Wand muss ich noch. Die Wand wird auch noch geändert hier vom Orangenen. Mehr in diesem klassischen. Das habt ihr nicht gesehen. So. Weil hier haben wir einen Eingang für die Mitarbeiter zu ihren Kabinen. Zeige ich euch mal die Kabinen. Wenn ich rein darf. Das ist so eine coole Kabine. Zwei Mann schlafen hier drin. Mit Dusche und allem. Fernsehen. Zeige ich euch, warum später die Fenster weg müssen. Ihr seht schon. Da sitzen nämlich normalerweise die anderen Kabinen dran. Hier oben muss noch Holz hin. Hier oben kommt auch noch ein zweites Pooldeck hin. Oder dort, mal sehen. Werdet ihr bald alles sehen. Hier Treppenhaus. Hier kommt in der Zukunft ein Restaurant hin. Vielleicht sogar schon im nächsten Update. Dann gehen wir in die Treppe runter. Die nächste Etage ist noch nicht da. Und dann sind wir wieder in dem Kabinengang. Und hier geht die Decke ein Stück runter. Auch egal. Sieht so schön aus.
Und ja, dann zoomen wir noch mal ganz nach da hinten. Dann seht ihr, wie weit das Ding geht. Und auch da. Und ja, das ist jetzt alles. Ich weiß noch nicht viel. Obwohl, doch, da gibt es noch einen Raum, der ist auch noch nicht fertig. Aber da könnt ihr euch halbwegs vorstellen, wie der mal in der Zukunft aussehen wird. Dafür fliegen wir von der Front rein. So wie man normalerweise reinkommt. Entweder von hier vorne oder von da hinten. Zeige ich euch. Einen Moment bitte. Könnt schon kurz reinsehen. Dann kommt man nämlich hier den Eingang hoch. Dort kommt man dann wieder raus. Oder um die Ecke. Und hier haben wir dann eine schöne Bar. Das wird in der Zukunft vielleicht die Bierbar. Hier fehlt nur noch Boden. Da muss hier hinten auch noch eine Küche angeschlossen werden und alles. So, Infrastruktur ist noch so Mangelware an Bord. Deswegen machen wir die schon mal zu. Würdet ihr von hier wieder raus aufs... hier auf das Deck da kommen zum rausgehen? Dann würdet ihr hier wieder rein... durchgehen. Dann könnt ihr hier... Küche hinpacken. Ja, auf beiden Seiten kommt dann eine Küche oder sowas. Die eine dann halt für Getränke, die andere für Speisen. Muss mal schauen, ich habe hier unten eine Menge Platz. Und ja, das war's. Mehr gibt's bis jetzt nicht zu sehen. Kein Namen, gar nichts an Bord. Namenfindung ist auch noch so mangelbar. Schreibt mir doch mal ein paar Namen für das Schiff in die Kommentare, weil dann werde ich vielleicht einen von euch verewigen. Euren Namen, dann kriegt ihr vielleicht einen extra Platz hier drauf. Dann sag ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.